Schönen guten Abend. Stammtisch München von der Freiheitswerkstatt zur nächsten Veranstaltung. Wer ist zum ersten Mal bei einer Veranstaltung von Stammtisch München? Herzlich willkommen. Heute geht es wieder um das Thema Survival. Wir haben einen super Spezialisten hier gewonnen, wo ich mich sehr drüber freue. Als ich das erste Mal ihn kennengelernt habe im Mai, zu einem Kräuterkurs, das waren nur 2,5 Stunden, aber ich bin hinterher ganz anders durch die Natur gelaufen. Es ist unglaublich, was man alles essen kann. Das ist toll. Und im Sommer war ich nochmal eine Woche, waren wir zusammen im Wald. Ohne Ausrüstung. Und übernächste Woche sind wir wieder zusammen im Wald. Bei jedem Wetter. Der Mann hat was zu erzählen. Und es ist nicht nur so technisches Know-how, sondern es geht auch um die Einstellung, wie man mit Krisensituationen umgeht, wie man überhaupt zurechtkommt. Und ich will gar nicht groß vorher reden. Lars Konarek, herzlich willkommen. Danke. Ja, erstmal guten Abend, meine Damen und Herren. Also ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich werde heute ein bisschen über Survival erzählen. Was ist Survival überhaupt? Was macht man da? Wie geht man damit um? Kommt man mal in eine Survival-Situation? Ich stelle mich anfangs mal kurz vor, dass Sie sich mal ein Bild von mir machen können. Wer steht da vorne? Wer erzählt da was? Und dann gehen wir ins Eingemachte. Wenn Sie Fragen haben, einfach dazwischenhaken. Ich beantworte alles. Sie können mich alles fragen, wortwörtlich. Und danach machen wir noch eine kleine Frage-Beantworte-Stunde oder halbe Stunde, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Also nutzen Sie die Zeit und ich würde mich über Feedback freuen. Gut. Ja, Sie sehen schon, mein Name ist Lars Konarek. Ich bin 33 Jahre alt und befasse mich schon seit meiner Jugend mit dem Survival-Training. Ich bin Extremsportler und Abenteurer, bringe meinen Körper regelmäßig an die Grenzen. Was das bedeutet, erkläre ich Ihnen noch später. Ich bilde verschiedene Personen in der Kunst des Überlebens aus, gebe Wildkräuterkurse und halte eben deutschlandweit Vorträge über das Survival. Ich verfüge natürlich über einen riesen Erfahrungsschatz. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ein paar Survival-Bücher gelesen hat und das dann seinen Teilnehmern vermittelt. Ich bin ein Mann der Sache. Ich teste viel an mir selbst aus. Das, was ich lese oder das, was ich neu erlerne, probiere ich in der Regel auch aus, wenn man es jetzt nicht gerade das Leben in große Gefahr dadurch bringt. Ich habe dieses Jahr im März einen kleinen Spaziergang gemacht, 10 Tage ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ich hatte nur meine Kleidung, bin dann 10 Tage in der Nähe von Landsberg am Lech bis nach Geislingen durch die Wildnis, ohne Nahrung, ohne Feuer, ohne Messer, ohne Zelt, ohne Schlafsack. Und da ist was Kleines passiert, weil meine Kleidung war auf minus 5 Grad eingestellt, also Hose, Jacke, Underliner etc. Und es ist auf einmal ein bisschen kälter geworden. So, da wurde ich schwer überrascht von der Sache. Also ich war gar nicht darauf eingestellt, auch mental nicht. Die Temperatur ist binnen 24 Stunden um ca. 17, 18 Grad gecrasht in den Minusbereich rein. Dann kam der Wind noch dazu, kleine Schneestürme und da hatten wir auf einmal minus 33 Grad. So, jetzt denken Sie wahrscheinlich, wann war dieses Jahr minus 33 Grad? Das liegt ganz einfach daran, wenn Sie Wind haben bei einer normalen Temperatur, ja, dann verstärkt sich die gefühlte Temperatur. Man spricht da von dem Chill-Faktor. Und da ging verdammt die Luft, kann ich Ihnen sagen. Ja, Tag und Nacht. Also ich habe ganz schön gefroren, ich bin auch fast erfroren, aber das soll jetzt nicht das Thema heute sein. Das war verdammt männlich. Ja. Ich war froh, dass die 10 Tage danach vorbei waren. Galileo hat das Ganze auch verfilmt in so einer kleinen Reportage. Das kann man sich auf der, ohne zu werben, auf der ProSieben-Webseite kann man sich das ansehen. Kimmos Survival Trip. Und da sieht man auch, wie man, also die beste Diät kann ich nur empfehlen, wie man in 10 Tagen 9 Kilo abnimmt. Das habe ich geschafft. Ja, Sie sehen natürlich danach auch nicht mehr so frisch aus, fühlen sich auch nicht mehr so frisch. Vor allem haben Sie bei den Frauen keine Chancen mehr, weil sie riechen ganz, ganz furchtbar. Also die Herren, war ein Erlebnis, ja. Dann hatte ich dieses Jahr nicht genug. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich gebe mir jetzt nicht jedes Jahr voll die Dröhnung, sondern dieses Jahr war ich eben mental gut drauf. Also habe ich noch einen kleinen Selbstversuch gemacht mit meiner Kollegin zusammen. Da bin ich unter Schlafentzug 120 Kilometer in 24 Stunden marschiert.
habe weder Wasser noch Nahrung mitgeführt. Da war ein österreichischer Fernsehsender dabei. Da ging es einfach nur darum, ich wollte wissen, kann man eigentlich ohne Nahrung oder ohne irgendwas Mitgeführtes so viele Kilometer in 24 Stunden gehen? Das Problem bei der Sache war, meine Planung war, dass ich dort oder während diesem Marsch, Entschuldigung, auch 4 Stunden schlafe. Aber das Kamerateam hat so viel Zeit gekostet mit den Dreharbeiten unterwegs. Ja, das war dann meine Schlafzeit, die war dann futschi. Da musste ich durchmarschieren. Der ein oder andere, vielleicht haben wir einen Mediziner hier, der wird sich wahrscheinlich wundern, aber ich bin mit 600 Milliliter Wasser diese 24 Stunden durchmarschiert. Und daran sehen Sie schon, der Körper kann eine Menge vollbringen. Also wenn Sie denken, Sie sind an der Grenze, dann sind Sie noch lange nicht an der Grenze. So ein paar Sachen werde ich Ihnen nachher noch erklären, das wird auch ein Thema heute sein. Das heißt ja Survival. Survival, was ist es? Survival bedeutet übersetzt Überleben. Also wenn man den Begriff vom Englischen aufs Deutsche ummünzt, Überleben. Und bei einem Survival-Training, das ist mein Beruf, ich bin ja Survival-Trainer, also ich bin frei, ich bin nirgends angestellt. Da kommen Leute zu mir, die lernen in den verschiedensten Notsituationen, wie man in der Natur überlebt, etc. Survival hat man ja auch im tagtäglichen Leben, eigentlich schon seit der Geburt. Ja, man kämpft ja immer ums Überleben, man muss arbeiten, dass man Geld hat. Ja, man kämpft sich so mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Partnerin oder Partner durchs Leben oder mehr oder weniger erfolgreich. Auf der Arbeit haben sie Survival, gell? Mobbing etc. Also überall ist Survival. Das ist aber nicht das Survival, was ich ausbilde, sondern bei mir geht es eben mehr in die Natur und draußen sein oder ums draußen sein. Fakt ist, und das kann keiner bestreiten, jeder kann in eine Notsituation kommen, auch in Deutschland. Das sind jetzt so ein paar Klischees oder so ein paar, vielleicht sagt der ein oder andere, na, ist ein bisschen unrealistisch. Ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Beim Bergwandern in den Alpen verletzen Sie sich den Fuß, ja, auf irgendeinem einsamen Bergpfad. Der Abstieg ist unmöglich, Sie sind ganz alleine. Sie haben das Handy dabei zum Glück, ja, aber dummerweise haben Sie kein Handyempfang. So, und dann haben Sie schon ein Problem, gell? Dann hängen Sie da rum. Und da ist schon Survival angesagt. Ja, da müssen Sie schon wissen, oh je, was mache ich jetzt? Schlechtwetterfront zieht auf, es fängt an zu schneien, haben Sie ein Riesenproblem. Und wenn Sie da die grundlegenden Sachen nicht wissen, dann sage ich es mal auf Deutsch, dann sind Sie verratzt. Ja? Haben Sie ein Riesenproblem, das kann das Leben kosten. Ja? Und das sind die Basics, die man wissen muss. Nachts im Parkhaus bleiben Sie im Aufzug stecken, das Meldesystem funktioniert nicht. Kommt auch oft vor in Deutschland. Ich habe letzte Woche mit einem Aufzugsexperten gesprochen, da ging es auch um so eine Fernsehgeschichte. Der hat mir mal die Aufzüge erklärt, wie die funktionieren. Es kommt oft vor in Deutschland. Da kann es auch mal sein, dass man mal 24 Stunden in so einem Ding drin hängt. Ja, ist auch Survival gefragt, wenn man nichts zu trinken dabei hat, nichts zu essen. Man stirbt da zwar nicht, aber das ist schon für die Psyche eine enorme Belastung. Ja, der Motor Ihres Sportbootes beim Nordseeurlaub versagt, man treibt aufs offene Meer hinaus. Horrorszenario, gell? Die Strömung zieht Sie immer weiter weg. Dann wird es auch interessant. Ja, wirst tun. Ja. Gut, der schlimmste Fall, an dem wir mal gar nicht denken wollen, jetzt Naturkatastrophe oder der Krisenfall tritt ein. Schlagartig verändert sich alles, Sie werden aus Ihrem Alltag rausgerissen. Ja? Sie sitzen vielleicht zu Hause auf der Couch, gucken einen schönen Film, auf einmal geht die Welt unter, so übertrieben gesagt. Haben Sie ein Problem, gell? Erstmal psychisch das Ganze zu verkraften, weil manche Sachen sieht man ja direkt, dass es schlimm wird. Und ja, müssen sich auch eben damit befassen. Während meiner Arbeit stelle ich immer wieder ein paar Sachen fest, die mich sehr stören. Es fallen mir immer wieder Dinge auf bei meinen Ausbildungen. Und zwar hat der Mensch wegen des technischen Fortschritts wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten unserer Vorfahren verlernt. Ja, jetzt fragt sich der ein oder andere bestimmt, was meint er damit? Ja, das Verständnis für die Natur und der Respekt davor schwindet. Ich weiß alle, dass, oder ich weiß von Ihnen, oder ich kann mir vorstellen von Ihnen, dass keiner die Natur verschmutzt oder die Umwelt verschmutzt, bewusst, dass Sie alle den Wald schätzen, die Bäume und die schönen Landschaften etc. Aber das heißt noch lange nicht, dass Sie ein Verständnis für die Natur haben. Ja? Natur ist viel, viel mehr. Wir leben ja in einem großen Ökosystem und wenn wir Menschen mal nicht mehr sein werden, dann kommt die Natur und holt sich alles zurück. Sie sehen im Wald so viele Regenerationsvorgänge, wenn der Mensch irgendwas anrichtet, wie sich der Natur immer wieder ihren Platz zurückerobert und der Mensch schon längst vergangen ist. Ja? Und ich stelle immer wieder fest, egal welche Altersgruppe, der Respekt vor der Natur, der schwindet. Das ist leider so. Ja? Das können wir vielleicht auch gar nicht mal so ganz aufhalten in unserer Gesellschaft mit den ganzen Dingen, die da so vorkommen. Aber ist mal ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Ganz schlimm,
ist, dass man die einfachsten essbaren Wildpflanzen und deren Heilwirkung nicht mehr kennt. Das ist erschreckend. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute den einfachen Löwenzahn nicht mehr erkennen draußen auf der Wiese. Das habe ich jeden Sommer mehrmals. Ja, und wenn man einen Löwenzahn nicht kennt, tut mir leid, dann läuft was falsch im Leben. Ja, das ist eine ganz einfache Pflanze. Es gibt ja auch, oder gab ja mal diese Fernsehsendung aus der Kindheit, wo das Gewächs da aus dem Beton sprießt. Das sollte man schon kennen. Sie glauben aber gar nicht, wie viele Leute das gar nicht kennen. Ja, das ist einfach verschwunden. Kleines erschreckendes Beispiel, ein kleines Mädchen in meinem Bekanntenkreis, der habe ich die ganzen Kräuter beigebracht. Die ist auch sehr firm, ist jetzt 8 Jahre, die kleine Maus. Die war mal mit einer Schulklasse auf einem Bauernhof und hat sie eben ganz stolz erzählt, den anderen Kindern, das und das kann man essen, das war Brennnessel, Löwenzahn etc. Und da kam die Lehrerin ganz besorgt angelaufen, Kinder, Kinder, das ist giftig, das dürft ihr nicht essen. Ja, krass. Also ich kann die Lehrerin verstehen wegen der Haftungsfrage, ist natürlich auch so eine Sache, wenn sich ein Kind vergiftet. Aber wenn ich als Lehrer doch keinen Löwenzahn kenne, dann wird es schon gruselig, ohne jetzt die Lehrer abzuwerten. Ja, das ist ein allgemeingesellschaftliches Problem. Gut, der Mensch zieht Unterhaltungselektronik dem Spaziergang draußen vor. Ist auch ein Riesenproblem. Sind wir mal ehrlich, ich bin manchmal auch so, ich habe zwar keinen Fernsehen, aber wenn ich mal bei netten Personen bin, dann ziehe ich mir auch mal einen Film rein, auf Deutsch gesagt, und klar, gehe ich natürlich nicht raus. Das darf aber nicht zur Regelmäßigkeit werden. Ja? Weil wenn man sein Dasein nur zu Hause verbringt, in den eigenen 4 Wänden, ja, dann verliert man das Auge für die Natur. Das ist einfach so. Die meisten Leute kennen ihren Körper nicht richtig. Jetzt sitzen hier bestimmt ein paar Menschen in der Runde, die ihren Körper sehr gut kennen. Das mag ich auch gar nicht abstreiten. Das stelle ich aber trotzdem in Frage. Weil sie lernen ihren Körper erst richtig in Extremsituationen kennen. Extremsituation bedeutet, sie müssen jetzt nicht unbedingt bei minus 40 Grad draußen rumrennen, um ihren Körper kennenzulernen. Ja, aber wenn sie mal 3 Tage gehungert haben oder haben mal 2 Tage kein Wasser oder sie sind mal richtig fertig wie ein Brötchen nach einem langen Marsch und müssen noch ein paar Kilo schleppen, dann lernen sie ihren Körper kennen. Ja? Und dann merken sie mal, oh, 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 da sind die Grenzen oder auch nicht. Die Sinne sind gedämpft. Ich habe bewusst gedämpft geschrieben. Die meisten Menschen, wenn die sich draußen durch die Natur bewegen, die nehmen gar nichts mehr wahr. Ja, schönes Vogelgezwitscher, der Duft der Blumen im Frühjahr oder auch im Herbst oder im Winter, wenn das Harz von den Nadelbäumen anfängt zu duften, das kriegt man gar nicht mehr mit. Ja, man geht dann so durch den Wald, Handy am Ohr, ganz schlimmer Fall. Das ist alles gedämpft. Ja? Man empfindet einfach nichts mehr. Und das ist eine traurige Entwicklung in Deutschland. Also wahrscheinlich überall dort, wo wir hochzivilisierte Gesellschaften haben. Wichtige Instinkte sind verkümmert. Was bedeutet das? Erlebe ich auch ganz oft. Leute verkennen Gefahrensituationen. Ja? Früher, unsere Urvorfahren, also ich möchte jetzt nicht bis in die Steinzeit zurückgehen, aber da hat man noch Gefahr gespürt. Vielleicht kennen Sie das. Man hat ein schlechtes Bauchgefühl, ein komischer Typ steht einem gegenüber und man merkt, oh, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja, das ist auch so ein Urinstinkt. Diese Instinkte verkümmern immer mehr bei jedem von uns. Ja, auch bei mir. Und wir haben die totale Reizüberflutung. Sie stehen morgens auf, ja, das Radio dudelt, der ein oder andere liest seine E-Mails. Ja, dann kommt er auf die Arbeit, dann wird man zugedudelt von sämtlichen Angestellten, Arbeitskollegen, vom Chef vielleicht. Ja, dann läuft da auch noch das Radio, sie kriegen da eine Mail, sie müssen den Auftrag bearbeiten, dies und das. Überall sehen sie Litfaßsäulen, überall ist Werbung etc. Das ist schon eine Reizüberflutung. Ja, das meiste kriegt man gar nicht mal mit, man lässt es einfach nur auf sich einrieseln, aber dadurch geht natürlich auch eine Menge verloren, sage ich mal. Okay. Krisensurvival. Spannendes Thema, deswegen sind wir heute da. Ich habe es jetzt mal ein bisschen überspitzt geschrieben. Bricht die öffentliche Ordnung zusammen oder gerät man in bewaffnete Konflikte, wechseln die Prioritäten im Vergleich zu anderen Notsituationen. Jetzt bitte nicht erschrecken, es gab kein anderes Clipart, das ist jetzt ein Atompilz, das sollte jemand auf der Flucht sein und das ist ein Tornado. Und auch in Deutschland kann ein schweres oder eine schwere Naturkatastrophe stattfinden. Sind wir also hier auch nicht sicher. Dann sollte man sich natürlich auf so eine Situation einstellen können. Mental ist immer das Wichtigste. Und am besten ist noch, wenn man auf solche Situationen vorbereitet ist. Ein kleines Beispiel, im Jahr 2006
ist dort in meiner ehemaligen Heimat in Rheinland-Pfalz in Trier, ist mal der Strom ausgefallen, mitten im Sommer um 14 Uhr noch was und war dann 4 Stunden weg. Da haben die Leute bei der Polizei angerufen, total verzweifelt, die wussten gar nicht mehr, was abgeht. Keiner hatte einen Weltempfänger oder beziehungsweise ein batteriebetriebenes Radio zu Hause. Ja, die Leute wollten Informationen, das Fernsehen ging aber nicht, das Internet ging nicht, ja, kein Strom. Die Leute konnten das Radio nicht benutzen und das Schlimme war, auch das Telefon hat nicht funktioniert, weil jedes verfluchte Telefon heute Netz braucht. Ja, und die alten Dinger von Oma an Opa mit der Wählscheibe, die brauchen kein Stromnetz, die sind unabhängig. Ja, wäre vielleicht überlegenswert, ob man das ein oder andere Gerät auf dem Dachboden erwirbt und für schlechte Zeiten dann doch nochmal durchklingeln kann. Ja, die Leute waren also total überfordert. Kein Strom und Schluss ist. Ja, das habe ich auch ständig bei meinen Kursen. Fehlt die Taschenlampe, wird es schon schwierig nachts. Fragen bis jetzt? Bitte. Eine Antwort. Aldi hat jetzt vor ein paar Wochen ganz tolle so Dynamo-Taschenlampe gekauft. Für 4,90 Euro. Ja, die war aber nichts, die war nach 3 Monaten kaputt. Ja, es ist natürlich, sollte jeder Haushalt über eine Dynamo-Taschenlampe verfügen und über ein Dynamo-Radio. Ja, oder einen kleinen Weltempfänger, da zahlen sie 5 Euro, egal wo sie den jetzt kaufen. Also das tut bitteschön nicht weh. Kommen wir jetzt in eine schlimme Situation, Naturkatastrophe etc. oder der Krisenfall, keine Ahnung. Dann ist eine Verlegung des Standorts äußerst wichtig. Stellen Sie sich vor, hier in München, irgendwo am Stadtrand, schwerer Waldbrand. Da bleiben Sie natürlich da nicht beim Brand stehen, sondern verlegen Ihren Standort, bringen sich in Sicherheit. Ja, damals beim Tsunami 2003, 2004 sind die Leute ins Landesinnere geflohen, die noch fliehen konnten. Ja, die sind nicht da stehen geblieben, haben gewartet, bis die große Welle kommt. Das ist ja klar, man muss weg dort. Genau das Gleiche ist, wenn jetzt, was ja hoffentlich nie stattfindet, wenn jetzt mal irgendwie militärisch was in Deutschland passiert, also jemand will zu uns hinein, ja, dann bleiben wir, wenn möglich, auch nicht da, sondern weg, irgendwo dort, wo eine friedliche Zone ist. Also Rückzug in eine sichere Umgebung, das ist auch wichtig, nicht nur Rückzug ins nächste Krisengebiet, ja, ist gar nicht so abwegig, oder Rückzug in die nächste Katastrophe, ich muss mir also auch ein bisschen Gedanken machen, sondern in sichere Umgebung. Verwischen der Spuren kann dann sinnvoll sein, wenn wir verfolgt werden. Und das ist immer wieder ein Thema. Ich habe da so ein bisschen eigentümliche Meinung, aufgrund meiner Erfahrungswerte. Sie glauben gar nicht, wenn es Menschen schlecht geht, wie schlimm die werden können. Ja? Es gibt diese zwei Extreme. Entweder, wir hatten ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich die Menschen alle geholfen. Ja, das war das eine Extrem, da war nochmal jeder für den anderen da. Es kann aber genauso gut andersrum sein. Ja? Und dann ist ihr Leben kostbar. Das ist leider Gottes so. So funktioniert der Mensch. Das kann man auch nicht verleugnen. Ja, und wenn es ums eigene Überleben geht, ist sich oft jeder selbst der Nächste. Ja, man will ja überleben. Und da können grausame Dinge geschehen. Ja, ganz ehrlich. Und daher verwischen der Spuren, je nachdem, wo sie hingehen, oder gar nicht erst sagen, wo sie hingehen, das kommt auf die Situation drauf an. Das ist Krisensurvival. Fragen bis jetzt? Ja, also ja. Die bitte. Meisten Menschen, wenn so eine Situation eintritt, also jetzt für viele oder mehr. Überwiegende Gruppe, die reagieren doch eher mit Rückzug, also mit Angst und sperren sich zu Hause im Keller ein. Also macht ja auch manchmal Sinn, natürlich. Dass die Mehrheit jetzt dann ausbricht in die freie Natur oder so. Es kommt ja ganz drauf an. Ja. Ich kann Ihnen jetzt keine Standardlösung liefern, ist ganz klar. Es kommt ja immer drauf an, was passiert. Natürlich macht es auch manchmal Sinn, zu Hause zu bleiben, ganz klar. Da habe ich meine Vorräte, vertraute Umgebung, ja, ich habe mein Umfeld da. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Und wenn Sie den Standort verlegen müssen, dann müssen Sie es tun. Wenn Sie da bleiben können, dann bleiben Sie natürlich da. Das müssen Sie entscheiden. Individuell. Ganz wichtiges Thema, wenn wir unseren Standort verlegen oder wenn wir raus müssen aus der gewohnten Umgebung, von zu Hause, aus irgendwelchen Gründen, dass wir ein Lager errichten. Ob Sie jetzt alleine sind mit Ihrer Familie oder mit Freunden auf der Flucht, Sie brauchen ein Lager, um zu überleben. Ja, Sie können nicht stehend sich irgendwo in den Wald stellen und warten, bis alles wieder gut ist. Das kann ja Tage, Wochen, Monate dauern. Also brauchen Sie irgendwo eine Unterkunft, wo Sie sich häuslich einrichten, wo Sie Ihre Lebensqualität verbessern. Ganz wichtig, wo Sie sich Werkzeuge bauen, ja, wo Sie sich ein Feuer machen können, wo Sie Ihre Nahrung zubereiten, wo Sie sich ausruhen können. Ein ganz wichtiges Thema. Wichtiger aber als alles das andere ist noch der Schutz vor dem Klima. Das Wetter ist der absolute Killer draußen. Wenn Sie im August draußen übernachten, oder
ich sag mal so übertrieben, das Märchen von der lauwarmen Sommernacht, das wird immer seltener. Im Juli schlafen sie draußen, sie frieren, wenn sie keine Decke haben. Das ist einfach so. Da kann es tagsüber 40 Grad gewesen sein, sie frieren nachts. Das wird kalt, das ist ganz normal. Und wenn dann morgens der Niederschlag runterkommt, der Tau, dann wird ihre Kleidung feucht und dann frieren sie noch mehr. Selbst im Juli. Das heißt, sie müssen sich vor dem Klima schützen. Ja, vor der Kälte müssen sie sich schützen, sie müssen sich vor dem Niederschlag schützen, vor Schnee, vor Sturm, vor Sonneneinstrahlung. Sie können auch nicht in der prallen Hitze übernachten. Es macht keinen Sinn. Ja, Sonnenstich etc. Schutz vor Übergriffen ist auch ein Thema. Sie müssen ihr Camp absichern, ihr Hab und Gut. Zu Hause machen sie die Tür zu, wenn sie in Urlaub fahren, sperren ab. Das müssen sie auch bei ihrem Camp machen. Da haben sie halt kein Schloss, keine Kette. Ja, sie müssen ihr Camp irgendwie sichern. Sie müssen sich auch selbst sichern, weil jetzt kommt das Grausame wieder mit den grausamen Menschen. Ja, wenn der Grausame irgendwas wollen von ihnen, müssen sie das absichern. Ja, sie haben vielleicht Glück gehabt, sie konnten viel mitnehmen, mehr als der Nachbar. Ja, der Nachbar muss aber überleben. Der will das, was sie haben, auch haben. Das müssen sie schützen, ganz klar. Sie müssen sich selbst auch schützen. Ballung von Ressourcen zum Überleben. Ja, klar, sie brauchen verschiedene Gegenstände zum Überleben, ja, sie brauchen Ausrüstung etc., sie brauchen Nahrung, das müssen sie natürlich verstärkt ballen in ihrem Camp und ein Auge drauf werfen. Gut, ganz wichtiges Thema, ohne Mampf kein Kampf, Sicherung der Vorräte. Im Katastrophen- oder Krisenfall ist es wichtig, dass sie so viel wie möglich bunkern. Stopp. Vorher. Wenn sie es vorher bunkern können, ist es noch besser. Jeder sollte zu Hause, und das empfiehlt auch das Bundesamt für Katastrophenschutz, einen kleinen Notvorrat zu Hause haben. Stellen Sie sich mal vor, Sie können nichts mehr einkaufen gehen. Ja, Sie haben keine Milch, kein Mehl etc. Dann wird es schon schwierig. Also einen kleinen Notvorrat sollte jeder Haushalt beinhalten. Und das kostet nicht viel. Zucker kostet nicht viel, Mehl kostet nicht viel, ein paar Konserven kostet nicht viel, ein Wasserkanister kostet nicht viel. Das sollte man schon zu Hause bunkern. Wenn Sie jetzt keine Möglichkeit mehr haben zum Bunkern, dann sammeln Sie das noch ein, was Sie finden, und bunkern das dann. Vor Verlust und Diebstahl schützen, ja, böse Nachbar, ganz, ganz wichtig. Sonst ist ihr Kram nachher weg. Der Mensch ist so, wenn was Schönes da liegt, nimmt das mit. Tut mir leid. Ja, und dann in schwierigen Situationen oder in schweren Zeiten, da gibt es auch nicht mehr viel Ehre. Also bevor ihr Nachbar verhungert, sagt er nicht, nee, das lasse ich jetzt stehen, das war dir. Ja, der nimmt sich das, ist ja ganz klar. Sie würden das auch tun, sie müssen das ja auch tun. Es geht ja ums Überleben. Gut. Neue Beschaffungsquellen organisieren, ja? Irgendwann sind Vorräte verbraucht, wir haben Hunger, wir haben Durst, müssen wir gucken, dass wieder was herkommt. Da müssen Sie für sorgen. Ja? Bedeutet, gucken Sie irgendwo, ob da noch ein Quell im Wald ist, im Fels, ja? Oder vielleicht ein verschüttetes Haus unter Trümmern in einem alten Keller, finden Sie vielleicht noch ein paar Nahrungsvorräte, das liegt an Ihnen. Da müssen Sie rechtzeitig für sorgen. Ja, nicht erst, wenn die letzte Konservendose aufgegessen ist, dann anfangen hier ein bisschen zu sammeln, vorher schon. Ja, das ist alles Organisation. Wie das genau funktioniert, das wird jetzt den Rahmen sprengen, das lernen Sie bei meinen Kursen, aber das ist die Grundsache, die sehr, sehr wichtig ist. Rationierung der Vorräte. Ich sage es mal übertrieben, überspitzt, bitte nicht jeden Abend die Big Party feiern, ja, den Lachs aufs Champagner trinken etc., sondern Sie müssen Ihre Vorräte rationieren. Sie wissen ja gar nicht, wie lange wird das Unglück dauern. Das kann ja ewig dauern. Sie brauchen ja noch lange was zu essen und zu trinken. Also sparsam damit umgehen, aber auch nicht zu sparsam. Es ist in Wüstengebieten schon vorgekommen, da hat man Leute gefunden, die lagen neben einem halbvollen Wasserkanister. Ist wirklich wahr. Ja, warum ist das passiert? Die wollten Wasser rationieren. War ein guter Gedanke, aber das kann man nicht rationieren. Weil wenn der Körper Wasser braucht, muss ich trinken. Dann war es das. Ja, also zu sparsam sein ist auch nichts. Konservierung auch wichtig. Ja. Wenn Sie Lebensmittel haben, die verderblich sind, Sie finden irgendwo noch einen Schinken beim Nachbarn im Trümmerhaufen, ja, dann können Sie den Schinken, müssen Sie schon ein bisschen konservieren. Oder Sie finden anderes Fleisch, dann müssen Sie gucken, dass Sie es salzen, sonst hält es nicht lange. Ja, genauso ist es mit Pflanzen, die Sie finden, die müssen Sie auch konservieren oder irgendwie trocknen, ja, dass Sie noch lange was davon haben, sonst verwelkt der Kram und ist er nutzlos für Sie. Fragen bis jetzt? Bitte. Nur kurz hier. Ja. Weil Sie
sagen, sie müssen Salz haben, um zu konservieren. Salz war früher das einzige Konservierungsmittel, was es gegeben hat. Und es wird ja immer mehr zum Gift erklärt. Oder war früher, vor 20 Jahren hat es geheißen, Salz ist Gift. Stimmt aber nicht. Salz ist überhaupt nicht Gift. Das ist sehr wichtig. Das muss man vielleicht einmal, mal sagen. Also, ja. Das ist einfach ein Irrtum, ein verbreiteter Irrtum, dass man wenig Salz essen soll. Das wäre auch bei den Ampelprodukten, die es jetzt wahrscheinlich jetzt wieder nicht geben werden. Viel Salz ist schädlich, wenig Salz ist gut. Und so ist es verkehrt. Andersrum ist es. Der Mensch braucht Salz. Das ist ja ein guter Einwand, der Herr. Was für ein Salz? Ja, es ist wahrscheinlich. Okay, guter Einwand. Salz ist eine Möglichkeit der Salz ist eine Möglichkeit der Konservierung. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Dankeschön. Das wollen wir jetzt nicht thematisieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin da eh wertneutral. Also ich würde jetzt nicht sagen, Salz ist gut oder schlecht. Das kann ich nicht beurteilen. Das muss jeder für sich selbst wissen. Aber es ist eine Möglichkeit. Ja? Und es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn der ein oder andere vielleicht mal nochmal ein altes Haushaltsbuch von der Oma durchguckt. Und da stehen die ganzen Sachen drin. Der ein oder andere kann es auch bestimmt noch hier im Raum, bin ich überzeugt von. Das ist wichtig, das sollte man einfach beherrschen. Sicherung der Ausrüstung. Nur so viel mitführen, wie man tragen kann. Klingt jetzt plausibel, aber so plausibel ist das gar nicht. Sie glauben gar nicht, ich sag's mal vorsichtig, mit was für einem Kram der ein oder andere zu mir kommt. Also Wohnwagen auf dem Rücken ist da nichts dagegen. Ja? Jeder hat natürlich, oder jeder setzt eine andere Priorität, was für ihn wichtig ist und was nicht für ihn wichtig ist. Ganz klar. Ist ja auch gut so. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind total unwichtig. Ja, man braucht keinen Lippenstift, also jetzt ohne die Frauen anzugreifen. Ja, Männer brauchen das eine oder andere auch nicht. Also es gibt die verschiedensten Dinge, die sind total überflüssig zum Überleben. Man meint, man würde die brauchen, aber es ist totaler Quatsch. Sie brauchen noch keine Creme draußen. Ja, es gibt Wichtigeres als die Haut, die dann irgendwie rissig wird oder dann immer so schön aussieht. Man hat da ganz andere Probleme in einer Krise oder in einer Notsituation. Es wird doch oft der Fehler gemacht, man nimmt zu viel Kleidung mit. Ja, das muss man eben trainieren. Ja, also ich kann Ihnen nicht sagen, Sie müssen das und das mitnehmen, das passt, das müssen Sie selbst üben. Was warm hält, was nicht warm hält, Sie kennen Ihre Kleidung am besten. Vor Verlust und Diebstahl schützen, ja, hier haben wir es wieder. Gell? Ausrüstungsgegenstände sind heiß begehrt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben so ein Multifunktionstool, ohne jetzt zu werben, Leatherman oder wie die Dinger alle heißen, wo ein Messer drin ist, eine Säge, eine Schere etc. So ein Ding ist ein Luxus beim Survival. Und wenn Sie so einen Gegenstand dabei haben, das ist super Multi-Werkzeug, das will natürlich der Nachbar auch haben. Ganz klar, damit kann der alles machen. Also passen Sie gut darauf auf, das sind wichtige Dinge. Oder wenn Ihre Taschenlampe fehlt, ja, dann ist die Lebensqualität draußen ganz schön eingeschränkt. Der Nachbar will die natürlich, ist ja ganz klar. Und wenn wir keine haben, dann holen wir sie uns beim Nachbar, ist ja auch ganz klar. So ist das Leben. Nutzlose Sachen zurücklassen. Man stellt oft unterwegs erst fest, bei dem einen oder anderen Gegenstand, hey, das brauche ich ja gar nicht. Bitte keinen großen Taram drum machen, lassen Sie das Teil zurück oder keine Ahnung, das zweite Paar Schuhe, was Sie vielleicht gar nicht brauchen, weil bevor Sie sich da kaputt machen, den Rücken vermurksen an einem Abend und Sie kommen nicht mehr weiter, das müssen Sie dann persönlich abwägen. Kontrolle und Pflege der Ausrüstung ist auch ein wichtiger Punkt, vor allem die Pflege. Sie können die tollsten Wanderschuhe haben, das teuerste Modell von Firma XY. Wenn Sie das nicht ein bisschen pflegen, haben Sie ein Problem. Das ist wie eine Pflanze, die Sie nicht gießen. Irgendwann ist sie futsch. Und das ist auch bei teuren Wanderschuhen der Fall. Ich habe einen hohen Verschleiß durch meinen gravierenden Lebenswandel, sage ich mal vorsichtig. Ich muss die auch pflegen, ich muss meine Wanderschuhe einfetten. Irgendwann gehen die kaputt sonst. Wenn Sie Ihren Rucksack nicht mal ab und zu überprüfen auf Risse etc., ist er auch kaputt, das Gestell oder sonstiges. Sie müssen Ihre Ausrüstung pflegen, das gehört dazu, so wie den eigenen Körper. Sie sind ja davon abhängig. Das geht ums Überleben. Da muss man sich also damit befassen, auch wenn man keine Lust hat. Ein wichtiger Punkt. Kontrolle der Ausrüstung, schauen, funktioniert das ein oder andere noch, wird es zum Sicherheitsrisiko. Sie wissen ja, oder haben Sie vielleicht als Kind gelernt, ein stumpfes Messer birgt ein riesen Gefahrenpotenzial. Ich muss irgendwann mein Messer schärfen, irgendwie an irgendeinem Stein oder so. Weil ich mit einem stumpfen Messer hier ständig mache, irgendwann hacke ich meinen Finger ab. Kann ich gar nicht gebrauchen. Ein ganz wichtiges Thema ist die Survival-Psychologie und da gehört die Organisation der Gruppe dazu. Survival-Psychologie, das lesen Sie in keinem Survival-Buch.
Das ist ein ganz grausames Thema. Da möchte ich auch jetzt gar nicht so tief einsteigen. Es gibt aber ein paar Grundsätze, die Sie unbedingt beherzigen müssen. Sonst kommen Sie als Gruppe nicht durch. Das ist einfach so. Ob Sie jetzt mit dem Flugzeug irgendwo abstürzen oder das eine oder andere können Sie auf den Alltag ummünzen. Wenn Sie in einer Not oder wenn Sie sich in einer Notsituation befinden mit mehreren Personen, ist es wichtig, dass ein Gruppenführer gewählt wird. Ohne den Führer geht die Gruppe unter. Das ist einfach so. Glauben Sie es mir. Das ist schon 100 Mal erlebt. Ohne Führer ist die Gruppe hilflos. Wie kriegt man nun so einen Führer? Ja, der wird ja nicht frisch gebacken oder auf einmal da ist er, super, der kann alles etc. Den müssen Sie wählen. Warum wählt man den? Warum bestimmt man den nicht einfach? Wählen ist wichtig, Demokratie in der Gruppe. Man hat ja schon genug Sorgen, die Welt geht unter, man hat nichts zu essen. Ja, und jetzt wird dann noch irgendeiner befohlen, das macht keinen Sinn. Wählen Sie den Gruppenführer. Jemand, der fachkompetent ist, der Ausstrahlung hat und von dem Sie überzeugt sind, der kann die Gruppe führen. Wenn Sie jetzt der Einzige sind, der für den wählt, dann haben Sie Pech gehabt. Ja, die Mehrzahl gewinnt. Demokratisch. Die Gruppe muss strukturiert werden. Strukturieren bedeutet, Sie müssen klare Aufgabengebiete verteilen als Führer, wenn Sie der Führer der Gruppe sind. Sie müssen die Hierarchie straff gliedern. Dazu kommen wir gleich noch. Sie müssen einen Stellvertreter aussuchen, falls Sie mal ausfallen. Stellen Sie sich vor, die Gruppe verlässt sich auf den Gruppenführer. Der stürzt irgendwo in den Alpen, einen Abhang runter, weg ist er. Ja, und dann steht die Gruppe da, ohne Führer. Da muss ein Stellvertreter bekannt gegeben werden, vorher, bevor das passiert. Der muss mit der Wahl des Gruppenführers bestimmt werden. Und dann, wenn man es ganz richtig macht, am besten noch die Person 3. Wenn der Stellvertreter ausfällt, dass dann nochmal einer einspringt. So ist es leider Gottes. Wenn die Gruppe planlos durch die Gegend rennt, das trainieren wir immer bei meinen Kursen, entsteht heilloses Chaos, schon in Friedenssituationen. Das ist einfach so. Stellen Sie sich eine Firma vor ohne Chef. Undenkbar, gell? Manchmal gut, aber in der Regel geht es in die Hose. Straffer Führungsstil, was bedeutet das? Wenn es wirklich ums Überleben geht in einer Krise oder Notsituation, da können Sie nicht sagen, du Heinz, bist du mal bitte so gut und tust mal ein bisschen Feuerholz sammeln. Und der Heinz dann, oh, hör zu Lars, ich habe jetzt gerade keinen Bock, ich habe Wichtiges zu tun. Funktioniert nicht. Das geht in die Hose. Es geht ums Überleben. Seien Sie sich da immer wieder bewusst. Sie müssen also sagen, Heinz, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, Feuerholz sammeln, das und das Holz brauchen wir, dann bist du wieder hier, dann machen wir Feuer. So läuft es. Sie müssen sich durchsetzen. Wenn Sie dann ein Weichei machen, kommen Sie nicht weit. Das ist einfach so. Gehen Sie unter. Die Gruppe geht unter. Okay, deswegen strafferer Führungsstil. Im Zivilleben dürfen Sie natürlich nicht so machen, gell? Wenn Sie jetzt irgendwie ein Unternehmen leiten und dann nur Feuer verteilen. Geht manchmal auch, aber mit Vorsicht. Gut, Wissenspool nutzen, ganz wichtiges Thema. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe, 7 Mann, Notsituation, Survival. Und da haben wir einen Jäger dabei, einen Profi-Angler, wir haben einen Bäcker dabei, wir haben ein Metzger dabei, genau, sehr gut. Und vielleicht noch einen Selbstverteidigungsexperten. Ja, super, besser geht's ja gar nicht. Ja, Sie haben jemanden, der kennt sich aus, wie man Brot backt. Haben Sie das Problem schon mal gelöst? Sie wissen, wie jemand Tiere zerlegt. Der Jäger kann das ohne Probleme. Der weiß vielleicht noch sogar, wie man jagt. Sollte er wissen. Ja, sind immer so, wirklich. Sie nutzen den Wissenspool. Und je mehr Wissen Sie haben, desto besser kann die Gruppe überleben. Ganz, ganz wichtige Sache. Nutzen Sie das auch. Wenn Sie jetzt natürlich der Jäger, gleich, wenn Sie jetzt natürlich der Jäger, der Angler und alles in einer Person sind, dann tun Sie mir einen Gefallen. Geben Sie Aufgaben ab. Seien Sie nicht der Überallmächtige, der dann alles befiehlt, das schafft nur Unmut. Sie müssen Aufgaben verteilen. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen in Ihrem Leben niemals eine Aufgabe zugeteilt. Da verkümmern Sie, wie so ein Pflänzchen. Ja, man braucht ja irgendwie einen Sinn des Lebens. Den hat man auch in einer Krisensituation. Ja, und wenn Sie dann der Feuerbeauftragte sind oder der Fleischbeauftragte, haben Sie einen Auftrag, Sie fühlen sich gut, der Chef fühlt sich gut, die Gruppe fühlt sich gut. Ja, besser geht's doch gar nicht. Oh, jetzt wird's schlimm, gell? Totenkopf. Da muss man vorsichtig sein bei so Sachen hier. Aber ich habe ja vorhin schon mal vom grausamen Nachbar erzählt oder von der Grausamkeit, wenn es einem schlecht geht, was da alles passieren kann. Menschlicher Kontakt wird unter gewissen Umständen vermieden. Ich spreche jetzt mal hier vom ganz schlimmen Fall. Ja. Es sieht nicht mehr gut aus in Deutschland. Niemand hat mehr was, etc. Können Sie das alle lesen? Okay, ich lese vor.
dann müssen sie natürlich gucken, dass sie irgendwie nicht immer durch jedes Dorf durchlatschen, sondern sich irgendwie in einem Waldgebiet von A nach B bewegen, weil der ein oder andere Mensch will ihnen vielleicht nichts Gutes. So, wie verhindern sie das? Ganz einfach, indem Tarnmaßnahmen getroffen werden. Das ist der Unterschied zum normalen Survival-Training. Beim normalen Survival-Training, da gucken sie natürlich, dass sie so schnell wie möglich Hilfe kriegen, irgendwo zur Zivilisation gelangen. Sie brauchen ja Hilfe. Sind vielleicht mal im Flugzeug abgestürzt oder sonst was ist schiefgelaufen. Sie brauchen Hilfe. Hier verhält sich das ganz anders. Wir haben genau das Gegenteil. Da sind Menschen, wenn die uns sehen und die sehen vor allem, was wir noch haben, da können wir ein Problem kriegen. Und deswegen der Totenschädel. Sie wissen, was ich meine. Also Tarnmaßnahmen treffen. Sie tarnen ihre Ausrüstung. Sie rennen jetzt nicht mit dem neongelben Rucksack durch die Gegend, sondern sie schmieren den mit Matsch ein, weil der fällt über Kilometer auf. Das ist so. Ja? Die tolle rosane Windjacke, die lassen sie besser auch sein. Ihr Gesicht, ja, vielleicht hat der ein oder andere eine helle Hautfarbe, also haben wir ja alle, aber das müssen sie auch ein bisschen verschmieren. Das fällt auf, das ist wie ein Feuermelder. Sie glauben gar nicht, wie weit man sowas sieht mit einem Fernglas. Unglaublich. Tarnmaßnahmen. Die Art der Fortbewegung wird angepasst. Bedeutet, wenn Sie da wie die sieben Zwerge pfeifend ja, mit Ihrem Gepäck und trällernd durch die Gegend marschieren, ja, fallen Sie natürlich auf. Ist dumm. Nachts hört man Geräusche kilometerweit. Sie glauben gar nicht, wie weit der Schall nachts getragen wird. Und unter guten Witterungsbedingungen kann es schon ein paar Kilometer betragen. Das ist verräterisch. Und verräterisch bedeutet wieder er hier. Auffällige Tätigkeiten werden eingestellt. Wenn ich jetzt hier das Riesenatomfeuer mache, was man 50 Kilometer weit sieht und ein Feuer sieht man über 120 Kilometer weit aus der Luft, habe ich ein Problem, gell? Da ziehe ich Feinde, das ist das falsche Wort, aber die bösen Nachbarn wie so ein Magnet auf mich. Ich verrate mich. Ich mache dann kein Feuer auf dem Berg, sondern ich gehe irgendwo in eine Senke rein, grab das Feuer ein, grab ein Loch einen Meter tief, dass man die Flamme nicht sieht. Ich muss auch mein Feuer tarnen. Das Feuer kann mir zum Verhängnis werden. Ist leider so. Ja? Auffällige Tätigkeiten. Auffällige Tätigkeiten ist auch zum Beispiel, wenn ich im Wald stehe mit der Axt und fange da wild an zu hacken. Das hört man auch kilometerweit. Muss ich mir irgendwie anders überlegen, wie ich den Baum runterkriege. Sägen vielleicht. Letzter Punkt, bei Gefahr einer Gefangennahme trennt sich die Gruppe. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie vier sind auf der Flucht und jetzt kommt der Böse wieder, den wir uns gefangen nehmen. Das ist natürlich leichter, eine Vierergruppe zu fangen, als wenn die auf einmal alle wie die Mücken ausschwirren, selbstredend. Ja? Und wenn wenigstens ein, zwei wegkommen, ist es schon mal gut. Ja, Sie wissen ja nie, was Sie in der Gefangenschaft erwartet. Klingt jetzt schlimm, ich weiß, das ist jetzt der schlimmste Fall, den wir hoffentlich nie erleben werden. Also sie müssen sich trennen. Ja, es gibt Berichte aus dem Zweiten Weltkrieg oder von sonstigen Gefangenen, die sind dadurch einer Gefangennahme entkommen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, sie können nicht sagen, hey, die kannst du mitnehmen, ihn nicht, den brauche ich noch. Das funktioniert nicht. Hier haben wir den anderen Fall. Hilfe wird benötigt. Selbst wenn wir unerkannt bleiben müssen, kann es doch mal sein, dass wir Hilfe benötigen. Ja, wir haben einen Schwerverletzten dabei oder uns ist wirklich alles komplett ausgegangen. Dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir uns bemerkbar machen, wenn wir niemand finden. Eine Möglichkeit dazu besteht, indem wir Notsignale oder Zeichen abgeben. Notsignale, ich kann mit der Taschenlampe blinken, ich kann Feuer machen, ist auch ein Notsignal. Ich kann akustische Zeichen abgeben mit einer Trillerpfeife, das hören sie nachts auch super weit. Ich kann die Luft schießen, wenn ich eine Waffe habe. Ich kann irgendeinen pyrotechnischen Körper anzünden. Ich kann zwei Hölzer gegeneinander schlagen, das gibt auch ein lautes Geräusch, ein Peitschen. Da müssen sie sich bemerkbar machen. Sichtbarer machen ist auch wichtig. Ja, die ganze Zeit haben wir uns getarnt, sind im Wald rumgerannt. Wir brauchen nicht zu denken, dass uns jemand sieht, wenn wir getarnt durch die Gegend rennen. Das heißt, doch wieder der gelbe Rucksack muss zum Vorschein kommen, ja, Gesichtstarnung ablegen. Wir müssen uns auffällig verhalten, dass wir auch auffallen. Standort verlegen, ja, wenn ich in der wildesten Pampa bin und brauche Hilfe, dann tun sie mir einen Gefallen und warten sie nicht, bis Hilfe kommt, da kommt gar keine Hilfe. Ja, sie müssen die Hilfe suchen unter Umständen. Das kann sehr mühselig, gefährlich und unangenehm sein. So irgendwo in Kanada, in den Wäldern, da über so einen Canyon müssen etc., das ist verdammt unschön, über so einen reißenden Bach drüber, fordert auch vielleicht Verluste, gesundheitliche oder personelle. Auch wenn es hart klingt, aber das müssen sie in Kauf nehmen. Ja, wenn ein höherwertiges Gut geschützt werden muss dadurch,
müssen sich an Standort verlegen. Zivilisation suchen ist selbstredend. Ja, heikles Thema. Wieder der schlimmste Fall. Ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Das ist nur mal so ein Anriss. Wenn Sie jetzt doch mal irgendwie gefangen genommen werden sollten, ob das jetzt ein militärischer Konflikt ist im Urlaub, kann Ihnen ja auch in Ägypten passieren, dass Sie als Geisel genommen werden im Urlaub oder sonst wo, oder in Deutschland spielt das gar keine Rolle. Dann tun Sie mir einen Gefallen. Wenn da so ein paar Vermummte mit der Kalaschnikow auftauchen, fangen Sie nicht dann an, mit Ihrem Taschenmesser rumzuwirken. Ja? Jetzt mal übertrieben gesagt. Selbst wenn Sie bewaffnet sein sollten, Verteidigung bei starkem Gegner vermeiden. Der macht sie platt. Einfach und präzise auf den Punkt gebracht. Bei geringem Risiko, das bedeutet, Sie sehen, der Angreifer ist gar nicht so richtig bewaffnet oder vielleicht gar nicht bewaffnet, ergreifen Sie die Flucht. Wenn Sie fliehen können, ist immer noch besser, als wenn Sie irgendwo dahin tümpeln. Sie wissen ja nie, wo Sie hinkommen. Das können gute Haftbedingungen sein, das kann aber auch grausam werden. Also ich möchte nicht in der Türkei in irgendeinem Gefängnis sitzen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist so, das sind schlechte Haftbedingungen. Und da kann man die Gesundheit oder mit der Gesundheit vielleicht sogar mit dem Leben bezahlen unter Umständen. Gucken Sie, dass Sie da wegkommen. Also ist ohne Wertung der Türkei gegenüber. Wenn Sie dann doch mal gefangen genommen werden sollten, ist es wichtig, dass Sie den Anweisungen der Leute Folge leisten. Bitte nicht einen starken Mann markieren, das geht immer in die Hose, immer. Machen Sie das, was Sie gesagt kriegen. Es bleibt Ihnen ja eh nichts anderes übrig. Wenn es zur Gewalt kommt, dann ist schon der ganz schlimme Fall. Das versuchen wir zu vermeiden. Gewalt können wir nicht gebrauchen. Schon schlimm genug, Notsituation, Krise oder sonstiges. Jetzt werden wir noch gefangen genommen. Ja, super. Schlechter kann es gar nicht laufen. Gell? Aber es geht trotzdem weiter, mental. Nicht abschalten dann. Es geht immer weiter. Wenn Sie gefangen genommen werden sollten, dann ist es wichtig, dass sich das Gelände und das Gebiet und die ganzen Details einprägen. Weil es könnte ja sein, dass Sie mal fliehen wollen oder fliehen können, weil die Haftbedingungen gelockert werden oder sonstiges. Wenn Sie jetzt gar nicht wissen, wo Sie sich befinden, ist natürlich ein bisschen blöd, gell? Daher schauen Sie zu, dass Sie möglichst viel sehen, aufzeichnen, wenn möglich, oder speichern im Kopf und später aufzeichnen, dass Sie ein bisschen über das Gelände Bescheid wissen oder die Umgebung. Das wird Ihnen bei der Flucht helfen. Gesunderhaltung des Körpers und des Geistes. Man erlebt bei den Survival-Trainings eine ganze Menge. Ein paar lustige Dinge, ein paar traurige Dinge in Sachen Hygiene etc. Für Ihr Überleben ist es unheimlich wichtig, dass Sie Ihren Körper warten. Ihr Körper ist eigentlich das Wichtigste, was Sie besitzen, Sie selbst. Wenn Sie das nicht pflegen, ist es so, wie wenn Sie ohne Öl auf der Autobahn 180 fahren, nach ein paar Kilometern kriegen Sie einen Kolbenfresser. Das macht man ja auch, wenn man mal ehrlich ist, im normalen Leben viel zu wenig. Man kauft sich ein teures Auto, man hat ein schickes Heim, aber die Gesundheit kommt ein bisschen zu kurz. Bei mir manchmal auch so. Ja. Und das in einer Krisensituation oder in einer Notsituation beim Survival, wenn Sie da nicht Ihren Körper warten, haben Sie ein Problem. Weil der Körper muss unheimlich viel leisten. Mehr als normal. Und wenn das dann, wenn Ihr Körper versagt, dann ist es der sichere Tod. Was bedeutet das? Ein paar Beispiele. Um Hygiene oder gesunde Haltung des Körpers und Geistes zu gewährleisten, ist wichtig, dass man Hygienemaßnahmen an der Umgebung trifft. Wenn Sie sich in Ihrem Camp befinden und werfen dann da die Essensreste überall hin, ja, urinieren vielleicht ins Camp, verrichten Ihre Notdurft da, ja super. Da dauert es ein paar Tage, da kommen die Mücken, dann kommen die Ratten und dann kommen die Schlangen, je nachdem, wo Sie sich befinden. In Deutschland brauchen Sie keine Angst, da kommt keine Schlange, ja, aber die Ratten kommen. Ja. Sie müssen sich das Ungeziefer weghalten, müssen jetzt noch nicht mal die Ratten sein, Schmeißfliegen etc., das ist ekelhaft. Wenn Sie in Ihrem Camp so Ungeziefer haben, das werden Sie nicht mal los. Und Sie haben ja schon gar nichts, Sie leben schon draußen, es ist verdammt schmutzig alles, Sie haben keine Dusche, Sie haben kein warmes Bett, verdammt ätzende Lebensbedingungen und dann haben Sie die scheiß Viecher da noch. Müssen Sie vermeiden, unter allen Umständen. Ja? Maßnahmen unter Umgebung, also Müll wegräumen, ja? Müll vergraben etc. Wenn Sie müssen sich auch eine Latrine errichten, ja? Möglichst weit weg, mindestens 100 Meter vom Camp. Weil der Fuchs gräbt das Ganze wieder aus, habe ich schon gesehen. Unglaublich, aber wahr. So ist das Tier. Hygiene am Körper ist auch sehr wichtig. Sie können jetzt nicht in einer Krisensituation denken, es geht die Welt eh unter, jetzt wasche ich mich nimmer. Das ist tödlich für Sie. Warum ist es tödlich? Ganz einfach, man nimmt mal von den Bakterien her, also das natürlich auch, aber hier oben.
Wenn sie sich nicht waschen, haben sie ein Riesenproblem. Der ein oder andere kennt es vielleicht, jetzt ohne Wertung, bitte nicht falsch verstehen. Vielleicht waren sie ja schon mal auf dem beim Zelturlaub gewesen, konnten sich mal 3 Tage nicht waschen oder mal 2 Tage nicht duschen. Fühlt man sich schon ein bisschen schmuddelig. Wenn man sich schmuddelig fühlt, fühlt man sich nicht mehr gut. Und wenn man sich nicht mehr gut fühlt, dann geht es nach unten mit der Motivation. Draußen ist es verheerend. Sie müssen sich also waschen. Selbst wenn sie sich nur mit Wasser waschen, das genügt. Ja? Wenn man mal die Kleidung wechselt, das genügt. Hygiene am Körper ist sehr, sehr wichtig. Wenn sich nämlich eine Infektionskrankheit einfangen oder einen Durchfall, weil sie die Körperhygiene vernachlässigt haben, da haben sie ein Riesenproblem. Ein Durchfall in einer Krisensituation ist so der Super-GAU. Sie können haben einen riesen Wasserbedarf, sie müssen ja die Flüssigkeit nochmal zuführen, diese ausscheiden, vorne und hinten, also oben und unten. Ist problematisch. Sie brauchen die Mineralstoffe, die müssen sie auch nochmal zuführen. Und was machen sie, wenn sie nichts haben? Sie haben keine Natriumchloridlösung oder irgendwelche Magentabletten, haben sie ein Problem. Und wie kommt sowas? Ja, ganz einfach, wenn ich mir die Hände nicht wasche, vorm Essen etc. Müssen sich draußen immer die Hände waschen. Wenn sie kein Wasser haben, nehmen sie Sand oder reiben sie an irgendwelchem Moos ab. Die Hände müssen sauber sein. Ich mache mit den Händen alles. Ich esse mit den Händen, ich schnitz irgendwas, ich ziehe mich an, ich kratze mich irgendwo, ich tue mir irgendwas aus den Zähnen rausziehen oder zwischen den Zähnen. Ihre Hände brauchen sie. Und wenn die schmutzig sind und sie kommen an den Mund, herzlichen Glückwunsch. Hygiene, ganz, ganz wichtig. Geistige Reinheit. Ja, das hängt ein bisschen mit der Hygiene am Körper zusammen. Ich muss natürlich mich auch hier oben sauber halten. Erstmal, indem ich mich wasche. Wenn ich mich wasche, fühle ich mich wieder frisch, gut, alles ist schön. Und Sie müssen sich auch den Müll im Kopf raussortieren. Was bedeutet das? Ganz einfach. Wenn Sie sich jeden Tag sagen, oh je, oje, die Welt ist untergegangen, jetzt sterbe ich auch, jetzt sterbe ich auch, jetzt sterbe ich auch. Glauben Sie mir, dann sterben Sie wirklich. Ich hatte schon ein paar Grenzsituationen im Leben. Wenn ich das gedacht hätte, dann wäre ich jetzt heute nicht hier. Sie müssen abschalten, programmieren Sie sich, machen Sie das Beste draus. Ja? Das ist halt so. Welt geht unter, okay, Pech, aber Sie wollen weitermachen. Machen Sie weiter, motivieren sich selbst. Denken Sie an irgendwas Schönes oder motivieren sich in irgendeine andere Weise. Es muss weitergehen, die geistige Reinheit muss erhalten bleiben. Das ist A und O. Okay? So, da wären wir schon am Vorende, sage ich mal vorsichtig, haben Sie Fragen an mich bezüglich des Survivals? Vielleicht machen wir das Survival zuerst. Hat jemand generelle Fragen zum Survival? Hat jemand eine Frage, die ihn schon jahrelang interessiert oder zum Thema jetzt? Gut, ja, habe ich viel geredet, gell? Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, ein tolles Publikum, hat mich sehr gefreut, interessante Einwände. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt, ja, oder zu sehr beschallt. Mehr Informationen über meine Arbeit finden Sie unter www.larskonarek.de. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir einfach eine Mail. Ich beantworte die natürlich gerne. Vielen Dank.